Der steht da aber gefährlich. Hast du den gesehen, den Streckenposten? Vielleicht wollte er was aufheben. Kann sein, dass er was auf der Strecke liegt. Anders geht's nicht zu erklären, dass er da hinsteht. Mit einem... Das ist ein verrückter Fan! Das ist ja lebensgefährlich! Das gibt's ja nicht! Gelb da hinten! Der ist ja wahnsinnig! Das ist ja lebensgefährlich! Da muss man was unternehmen jetzt! Ach du lieber Gott! Da fahren die Piloten mit 350 Sachen vorbei und da steht ein Verrückter. Und das Safety Car wird kommen, wegen des Fans. Safety Car Phase, wegen eines Fans. Das glaube ich ja gar nicht, was ich sehe. Der läuft auch noch darüber. Meine Güte, Marc. Gibt es so Verrückte? Was macht... 350 sind rund 100 Meter pro Sekunde. Hier fährt die Spitze vorbei und jetzt ist man gezwungen, das Safety Car herauszuholen wegen dieses Verrückten. Ich will nicht noch mehr schimpfen, aber das grenzt doch an Irrsinn. Ich meine allein, dass es geschafft hat, da hinzukommen. Es gehen alle, nutzen die Safety Car Phase jetzt zum Stoppen. Also für die, die noch nicht drin waren, ein Riesenplus. Das ist jetzt ungefähr so, wie man das aus den amerikanischen Rennen kennt. Sobald Safety Car rausgeht, an die Box, weil dann kann man hinter dem Safety Car wieder aufschließen und hat praktisch nichts verloren durch den Boxenstopp. Spricht natürlich total gegen die, die jetzt schon drin waren, und das waren Trulli. Trulli war jetzt drin halt, aber die vorher drin waren, zum Beispiel eben Barrichello, Frenzen und... Man reagiert natürlich jetzt auf diese verrückte Situation. Es gab noch nie eine Safety-Car-Phase wegen eines Fans, der die Strecke stürmt, der darüber läuft. Und jetzt versucht man, den hier mit dem Auto einzufangen.